Ja, die Ansage von Maestro war sogar in den Trends, lass mich lügen, auf Platz 5 oder so mittlerweile war das. Ja, hat 450.000 Klicks fast. Ja, er hat damit seinen neuen Song angeteasert, der am Freitag kommen wird. Ich glaube, der heißt Hyänen. Ich glaube, es war Hyänen. Ihr habt schon vergessen, wir schauen uns das Video gleich mal zusammen an. Der hat es auch auf jeden Fall drauf. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was für ein Musikvideo da dann kommen wird. Ich meine, Mois hat ja mal gesagt, dass die was gedreht haben mit einer Dame, keine Ahnung. Aber wer weiß, ob so ein Video kommen wird. Ich weiß nicht. Selber würde sich höchstwahrscheinlich nicht zeigen. Ja, geben wir uns einfach mal kurz das Video. Jeden Tag dieser scheiß Upload, ich hab keine Videoideen! Digga, dieser Wolke 10 Beat, Alter, fickt auf mein Leben. Jan? Hallo? Ja? Was ist heute für ein Datum? Ich weiß nicht, Moment. Der 19. Maestro! Was genau? Sag den Menschen da draußen in der Wildnis, was passieren wird! Jetzt einfach so, oder was? Jetzt einfach so, Bruder! Okay, gib mir den Beat. So wie Mero immer. Der macht ja auch immer seine Teaser zu jedem Song. Eigentlich voll unnötig, der zeigt so, weiß nicht, 10 Sekunden Beat, 10 Sekunden Text und das war's. Ich weiß auch nicht, was es bringen soll, aber ja, Maestro zeigt jetzt ein bisschen mehr. Jeder droppt die Single, ich drop Single Mummies. Instagram, DMs, dann kommt die Single Abi. Ballert seinen raus und habe Hits gemacht. Dachte dir, mit meiner Mucke hätte ich nur einen Witz gebracht. Gebe mir den Adana und keine Gambas. Bleib. Geiler Beat. Und ich muss sagen, Maestro hat eine übertrieben geile Stimme auch für sowas. Also für Rap allgemein. Oder zum Musik machen. Das passt übertrieben. Locker überhole sie, doch das ist Standgas. Zeilen rauszufeilen ist für mich der Standard. Rauche 4 Minuten, aber weiß, dass ich es krank mach. Jeder möchte wissen, wann die Single kommt. Ich sag's der Community grad mit dem Song. Der Majestic in the Raps, kick in the heftiger Max. Bitte in the Jam, bringt euch den Rap. Scheiße, die Tanzmoves, aber der Flow ballert richtig. Also, wenn einer flowen kann, dann der. Das jetzt zieh ich einfach locker. Den Tanzmove müssen wir uns nochmal reinziehen, Alter, gibt euch das. Der Majestic in the Raps, kick in the heftiger Max. Bitte in the Jam, bringt euch den Rap wieder back. Bitte das jetzt zieh ich einfach locker aus der Tasche, yo. Wie damals wieder Mäppchen in der Klasse, Bro. Hab den Shit aus Lust und Laune aufgenommen. 30. August, trag es ein, lass es krachen, komm. Also wie gesagt, das war eine Ansage zum 30.08. Da wird dann sein Song kommen. Mal schauen, wie das Ganze sein wird. Und was für ein Musikvideo, das interessiert mich echt. Schauen wir dann auf jeden Fall genau zusammen an. Und ja. Geil. Feier ich. Krass, dass es auch so weit in die Trends hochgekommen ist und fast ja, eine halbe Mille Klicks hat für eine Ansage. Finde ich geil. Finde ich geil.